Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Ich kann mir dieses Geschrei doch nicht geben, direkt zu anfangen. Will ich ja noch krass tun. Guck mal, der arme Junge, Alter. Ich küsse eure Herzen, Digga. In dem Alter, Bruder, hatte ich einer der größten Einbruchserien Deutschlands hinter mir. Bild-Zeitung hat geschrieben, die Callshop-Mafia ist unterwegs. Hab da 30, 40 Tresore in ein halbes Jahr gerippt und die machen mir diese Scheiße. Nein, Spaß, okay. Geht an dich, du bist ein das von einem Hund lassen. Oh mein Gott! Nein, weil sie ist Kaber! Deine Mutter ist eine Kaber! Lern erst mal Deutsch, bevor du mit mir redest, Digga! Lern mal Deutsch, Digga! Ey, was ist der Sinn von diese Folgen? Sollte das nicht mal so dieses Date sein? Ich will den daten, der sieht nicht gut aus. Jetzt ist nur noch einfach Beef, einfach Männer und Frauen, also Mädchen und Jungs beleidigen sich einfach gegenseitig. Was ist der Sinn davon? Oh, Pumpkin Mac. Ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Ja, der hat Kondom mitgebracht. Ich küsse dein Herz, warum schmeißt du Kondom auf die? Was soll die denn damit? Du, das Kondom brauchst du doch, mein Bruder. Er hat ein Audi gehabt, du bist auf sein Pferd abgestiegen. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. So, Ladies and Gentlemen, danke schön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Heute mal ganz auf spontan ein Tinder gemacht. Und zwar bei mir in Gelnhausen auf dem Schelmenmarkt. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir checken ein. Also, Suikin schreibt kleine Kinder, Walla. Bruder, das sind nicht mal kleine Kinder, die sind schon 20, 21, 22, Bruder, das sind keine Kinder mehr, Bruder, das sind, verstehst du, was ich meine? Das ist doch kein Spaß mehr. So ein Verhalten mit 13, 14, finde ich, sag ich noch, krass, okay, die sind zu, ne? Aber Bruder, die sind 20, 21, 20, was ist das denn für ein Rumschreierei? Da muss doch so ein bisschen schon, ein bisschen vom Gehirn her, was ich meine? Mal die Mädels ab. Guckt sie euch an. Oh mein Gott. Wow, die werden einfach ausgebuht. Ja, haben wir ausgebuht. Guckt sie euch mal an. Wen haben wir hier? Boah, es wird hier. Guck mal, billige Hose ist auch da. Okay, komm her. Also, ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Tinder auf meine Art. Ich hab gesehen, es laufen wieder zu viele Zecken rum. Deswegen habe ich gedacht, der Originale muss mal wieder ans Licht. Ich würde sagen, Ladies first. Hi, Chaya. Hallo. Stell dich mal vor. Ich bin Leonie, ich bin 18, ich komme aus Gelnhausen. Okay, ja. Leonie, du weißt, was heute deine Aufgabe ist. Ja, ich muss ihn abchecken und dann muss ich sagen, ob ich ihn daten würde oder nicht. Boah, Sienne, du kennst meine Videos auswendig? Ja, ich bin immer dabei. Hey, wow. Check ihn mal ab von oben bis unten. Leonie, sag mir, ist es ein Date, ja oder nein? Nein, er ist nicht mein Typ. Er sieht aus, als wäre er einmal in den Fluss gesprungen und dann wieder rauskommen, hätte ich hier hingeschickt. Was meinst du denn? Eikleider-Container rein und wieder. Er ist in den Fluss gesprungen und hat sich wieder hingestellt. Jani, er sieht nur nass aus. Was? Was ist das für ein Spruch? Raus. Wie muss denn dein Typ aussehen? Nicht so, ein bisschen breiter und... Wie, billige Hose? Nein. Nein? Nein. Wie, ein bisschen breiter, was noch? Bisschen breiter und gepflegter. Er muss gepflegt aussehen. Also du sagst, er ist in den Altcontainer reingefahren? Ja. Okay. Nicht so sympathisch angefangen, aber wir hören uns mal die Meinung von ihm an, okay? So, hi, stell dich mal vor, Jigi Jigo. Ich bin Kevin 061 aus Gelnhausen. Aus Gelnhausen, ja. Wie alt bist du? Ich bin 19. Bist du mit dem Video einverstanden? Natürlich. Okay, check sie mal ab, von oben bis unten. Das sollte es ja nicht sein. Selber schuld, ja, mein Jack, wenn die dich jetzt. So,
sag mir, Kevin, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Geht gar nicht, weil das ist so ein Sch. An allen Jungs, die hier sind, schon Loch gegeben. Wenigstens ich mit 19 keine 14-Jährigen, 15-Jährigen. Ey, warst du nicht diejenige, die hat? Nein, das war deine Ex-Freundin, nur mal so zur Information. Und ey, die kennen sich ja auch alle untereinander, ne? Komischerweise, Digga. Alter. Wenigstens bin ich mit einer 15-Jährigen zusammen. Hallo, sei leise. Hätte er ein Audi gehabt, du bist auf sein Pferd abgestiegen. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ey, wo soll das sonst gedreht worden sein, wenn nicht auf der Kirmes, Digga? Alter Schwede, nur da findest du diese Patienten. Scheiße, Digga. Ey, ich muss echt mal auch wieder auf so Kirmes gehen. Und wir müssen auch mal so einen Scheiß drehen, aber wirklich auf mit Schlägereien am besten. So richtig mit diese Zahlen hier, Schild, dritte Runde, zweite Runde, also wirklich auf dreckig. Und die Gewinner kriegt dann immer so 100, 200 Euro. Boah, das wäre wild. Schlagen. Lern mal bitte Deutsch, bevor du mit mir redest. Und wenigstens, ey, ich bin nur 18, ich kenne keinen 15-Jährigen. Er ist mit einer 15-Jährigen Tom und ist 19. Er schläft. Du hast... Warum redest du? Du hast Krankheiten. Sei leise. Sei leise. Ich hoffe, deine Mutter. Ich hoffe, deine Mutter. Mein Gott, wie das hier angefangen hat. Hallo, hallo, ey. Du bist lange Bein, alleine Schlange. Weißt du? Weißt du? Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Du hast lange Bein wie ein Schlange. Du hast lange Bein wie ein Schlange. Weißt du? Raucht niemals einen schwarzen Afghan, ich sag euch. Schwarze Afghane rauchen ist schädlich. Ich sag euch das jetzt schon. Das heißt, du hast keinen Charakter, du redest wie eine Schlange. Du bist. Halt die Fresse halten! Er wohnt mit 19 in einer Einzimmerwohnung, wo gerade mal eine Matratze reinpasst. Ey, ich hab ein Zuhause, ich kann zu Hause schlafen, nicht wie du jeden Tag bei einem anderen Typen. Wow. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Aber sie ist nicht dein Typ. Gar nicht, nein. Überhaupt gar nicht. Nein. Würdest du sie nicht ansprechen draußen? Niemals. Also dazu kann ich sagen, früher, wir hatten mal was. Was? Früher, ganz früher, aber da hat sich mein Typ geändert. So, deswegen ist jetzt... Die hatten sogar mal was zusammen. Eieiei. So viel Hass. In Afghanistan schießen, wir hatten mal was und dann hatten wir Streit und dann ist er mit der größten Sch*** aus Gelnhausen zusammengekommen. Okay, wie hieß sie? Samira. Samira! Schöne Grüße an Samira! Ne? Ey, immer ist es Samira am Ende, ne? Ey, wisst ihr, wie viele Samiras mich angeschrieben haben früher? Weil in den Song mit Summer Jam sage ich, Samira gibt Loch. Direkt haben mir so Samiras geschrieben. Was geht hier ab, Digga? Alter Schwede. Was geht an dich? Du bist eine Sch*** aus von einem Hund. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kein Date auf jeden Fall. Okay, kein Date. Wir machen weiter. Hi. Hi. Na, Chaya. Na? Stell dich mal vor. Ich bin Mia. Wie geht's dir heute hier unter diesen ganzen Taler hoch? Ganz gut. Ja? Ja. Okay, du weißt ja, was heute deine Aufgabe ist. Ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. Sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Nein? Nein. Warum? Erstens, weil er dicke, ungepflegt aussieht und aussieht als der größte Flüschi, der aus Deutschland übers Meer gekommen ist. Wie muss dein Typ aussehen? Ziegenbart? Oder so. Ziegenbart! Boah, welche Frau nimmt ein Mann mit Ziegenbart, Digga? Seit wann ist denn Ziegenbart wieder Trend? Ey, bei aller Liebe, Ziegenbart? Also ich weiß gar nicht mehr, wie so ein Ziegenbart aussieht. Vollbart und noch breiter gebaut und gepflegt. Okay, was bist du für eine Landsfrau? Deutsch und Philippinen. Dann sag mal dein Insta. Mia, Punkt! Halt deine F***e! Halt deine F***e, rede mal nicht! Komm mal her! Halt deine F***e! Halt deine F***e! Oh shit, Digga! Halt mal deine F***e! Rede! Du wirst sehen! Du
töte dich später. Du wirst sehen. Mein Insta mia.mrk0. Okay, wir hören uns mal die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Ich bin Ahmed, ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Frankfurt. Okay, check mal Mia einmal von oben bis unten ab. So, sag mir, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein, weil sie ist Kappa. Nein, weil sie ist Kachba! Scheiße, Digga, Alter. Deine Mutter... Also ich hätte die Alte weggecheppert. Direkt mit der Rückhand. Boah, Digga. Was haut die da für Sachen raus, Digga? Ich dachte deine Mutter, du Kappa. Meine Mutter! Deine Mutter wurde so auf gelegt, Digga, dass man die schon nicht mehr, dass man die nicht mehr erkennt. Die ist ausgelegt, da passt ganz Tomler rein. Redet die von Schmannisch Maria? Das ist doch die Beschreibung von Schmansch Maria. Das ist ein Big City K***. Ja? Du ein F***er. Was mit billiger Hose? Ja, billige Hose soll auch mal leise sein. Du kannst schwer sagen als billige Hose. Sollst du nicht reden. Sei leise, du billige Hose. Ich mach ein bisschen vor. Würdest du Bruno, heißt du? Alter. Bruna. Würdest du Bruna daten? Ja, nein. Bruna? Nein, was ist dein Bodycount? 2. Bruder, sie lügt, die hat mehr als 200, Wallah. Nein, Mann, deine Fass, wie redest du, du kleiner Lappen, Alter, hä? Digga, du bist mal ein halber, du bist nicht mal ein Mann, Digga, du bist nicht mal ein halber Mann, Digga. Du bist nicht mal ein halber Mann. Was hat deine Mutter aus dir gemacht? Was hat deine Mutter aus dir gemacht? Boah, scheiße. Ey, dann, wenn ich so denke, ich mache jetzt aus, kommt aber noch so ein geiler Spruch. Ey, dein Vater hat keinen Mann gemacht. Ey, was hat deine Mutter aus dir gemacht, Digga? Alter Schwede. Alter Schwede, mein Gott. Dass da noch keiner umgekommen ist nach diesen Sprüchen. Alter Schwede. Schwärme wegzuwischen, seid leise. Die redet über Mutter, aber lässt sich von jedem Mann. Was? Jeden Tag. Die redet über Mutter. Du kennst mich nicht mal, Digga. Doch, sie macht korrekt, du machst asozial. Was mit dir? Willst du einen auf Krass tun? Willst du einen auf Krass tun oder was? Komm doch einen auf Krass. Aber man muss sagen, die Alte setzt sich für ihre Freundin ein. Die macht auf korrekt, du machst auf asozial. Willst du ja auch auf Krass machen, ja, Maniak. Ah, die erinnert mich echt an ein paar Brüder von mir, die sich direkt daneben stellen und sagen, was hier los. Da muss man sagen, die Alte hat Eier. Ne? Zwar groß wie Rosinen, aber die schleppt Eier mit sich. Komm! Komm! Guck mal, Papi! Guck mal, du bist. Was? Hallo! Was? Eilmeldung! Ja! Ein Junge will mit keinem anderen Jungen zu tun haben. Die ist ein Junge, kein Mädchen. Wallah, sie muss erst. Du musst dich erst ein bisschen benehmen, damit. Die andere Jungs fühlt wie ein Mädchen. Ja, was? Die ist mehr Mann als du. Ich dachte, du gehst in den Kindergarten und du hast Zeit. Du hast Zeit. Nein, immer Deutschland. Bruder, die Frau, guck ich dich hin. Schieb dich nicht. Ey, was Scheiße, hat, was hat gemacht, meine Kollegin dir? Was hat gemacht, meine Kollegin dir? Was hat gemacht? Von welchem Loch kam der? Was hat gemacht meine Kollegin dir? Ey, ich liebe doch die Kanaken, die kein Deutsch können richtig, Bruder, Alter. Wallah, so geil. Deutschland! Bruder, die Frau, guck ich dich hin! Schieb dich nicht! Ey, was hat gemacht meine Kollegin dir? Digga, was? Ich kann aber meine Kollegin! Ich kann dich nicht mehr! Ich geh dich auch nicht! Ja, Digga, was laberst du da? Was laberst du? Was laberst du? Was laberst du? Die Frau hat gar nicht geguckt, ich schwöre auf alle! Aufgabe ist, bewerten!
abchecken. Check ihn mal ab von oben bis unten. Alter Schwede. Yo, komm her! Man hat einfach... Man hat einfach diesen Gaumen gesehen. Ja, nur so. Diese Kippe. Nur diese. Er ist ganz heiß. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Guck mal, er sieht gut aus, aber er ist nicht mein Typ. Er ist nicht dein Typ, warum? Er ist einfach nicht mein Typ. Ich will... Was gefällt dir nicht? Schwer, aber guck mal, ich guck so einen an. Entweder er gefällt mir oder er gefällt mir nicht und er gefällt mir nicht. Haben wir auch dein Einverständnis für das Video? Haben wir, ja. Und das von deinen Der Pumpkin hat die gefickt, der redet und redet nach einer Stunde. Darf man ein Video, nachdem ich schon alles gesagt hat. Eltern? Natürlich. Okay. Gut, hast du sehr korrekt gemacht, check. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Ich bin Walid und ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Neu-Silbold. Okay. Ja, wir grüßen alle unsere Väter. Check sie mal ab von oben bis oben. Wir grüßen alle unsere Väter. Als ob deren Vater auf YouTube so auf das Video wartet. So, sag mir, würdest du Paula daten? Ja, nein, begründe. Ich date zurzeit kein Mädchen, aber einmal würde ich dich schon nehmen. Bruder, ich will sie nicht schießen oder so. Guck mal, ich will die nicht und fertig. Ich gebe ihr trotzdem keinen Wert, Bruder, und sag dazu nichts. Warum? Ich gebe ihr trotzdem keinen Wert, ich sag dazu nichts. Ey, da, was? Ja, wenn er zurzeit keine Mädels datet, was macht er? Datet der Männer oder was? Warum habt ihr so viel Hass untereinander? Oder eigentlich wollte ich eigentlich normal machen, so. Aber danach, ich hab diesen Flüschi gesehen und danach war es. Ich hab diesen Flüschi gesehen. So ein Einmischiger, also bitte, sorry, so was ist peinlich wie er. Ist er echt ungeschminkt? Genauso schön, ich wenn ich geschminkt nicht. Bin. Ja, wenn du dich schon. Also hallo. Ey, ich schwör's euch, das ist wirklich heftig, Mann. Ich hab jetzt einige Gehirnzellen verloren. Ist okay. Ich muss die jetzt wieder erarbeiten in meinem Kopf. Ne, manchmal Gehirnzellen verlieren ist auch gut für Regeneration. Also wenn sich Zellen dann wieder neu aufbauen. Wir haben schon fast vor 10 Jahren unsere Reichweiten genutzt. Und gepostet und gemacht. Arme Nakoi, Digga. Auch hier auch ein geiles Bild. Sido, Mixu, Zilla, Raf Camora. Da ist der Song entstanden, wie ein Mann, auf dem Pedas Remix. Geil. Joker auch hinten, bester Mann. Yoshimitsu links. Digga, Alter. Wie ein Mann Remix, Digga. Das war ein geiler Song, Digga. Wer kennt von euch wie ein Mann Remix? Jetzt mal ehrlich. Wo waren die Leute, als wir Hans Entertainment bekannt gemacht haben? Ich küsse euer Herz, selbst denen habe ich Fame gegeben. Selbst denen habe ich als erstes gepusht. Guck mal, Marc. Alter Schwede, Alter. Echt coole. Boah, achtet mal hier, Alter. 2015, Digga. One Piece Shirt, 2015, Digga. Janik, guck mal, wie lange ich One Piece feier, Digga. Wo war Azadi zu der Zeit, der Maniac? Der kleine Maniac. Wo bist du, Azadi? Guck mal hier, bleib am Schlafen, als ich One Piece geguckt hab. Azadi wusste nicht mal, was ein Fernseher ist. Die Hornisse. War das Sammy Deluxe? Ja. Guck mal, Sammy Deluxe, einfach Legende. Hier waren wir auf eine Party. Sammy Deluxe, einfach Rap-Legende, Digga. Hattest du Kontakt zu Alpa? Ja klar, ich war mit Alpa sehr dicke. Guck mal, wie Sammy Deluxe, einfach eine Legende, Digga. Ich küsse doch euer Herz. Guck mal hier mit Abu Habib, auch ein geiles Video. Und dann? Warte. Und dann hab ich dir gesagt, dass ich die liebe. Was für ein behindertes Video. Ey. Auch 2015, einfach Abu Habib hier. Ich bin ja mit dem auch irgendwo aufgewachsen. Wir kennen uns ja urlange. Alter Schwede, was für ein geiles Video. Ey, das war wirklich lustig, Digga. Ja, nee, guck mal, was diesen Humor haben wir immer beibehalten. Das war immer da. Ach ja, ey, ich hab euch doch mal die Geschichte erzählt, dass ich Mobb Deep gedisst habe.
und gesagt hat, Tupac bleibt die Eins. Weißt ihr noch? Guck mal hier sogar Foto. Ich hab euch das erzählt. Ich hab das Foto jetzt hier sogar noch. Hier mit West Coast. Ich hab mit dem Foto gesagt, guck mal, Tupac bleibt die Eins, ja, Maniak. Ich hab sogar Überschrift geschrieben. Tupac bleibt die Eins. Habe es ihm eiskalt gesagt und ein Westside Baby reingedrückt. Zack, hat er sein Lächeln verloren. 2015. weil viele haben mir nicht geglaubt damals, als ich das etabliere. Guck mal, schau auf Koran, ja, wem muss dir was erzählen dann? Wallah, mein Mob Diebkurs gewickt. Komm, jetzt zeige ich euch mal ein ganz behindertes Bild. Oh, scheiße, Digga. Oh mein Gott. Aber war ein krasser Tag. Ihr habt mich natürlich wieder mal Mois bekannt gemacht, ne? Ich war von 2015 pro 7 und so. Aber Mois hat mich bekannt gemacht. Man kennt mich nur durch Mois, durch Keller. Guck mal, Majo, der mich unterdrücken wollte, weil er so breit geworden ist hier. Guck mal, Judy, das ist auch 2015. Guck mal. Scheiße. Alter. Hier war ich noch so ein bisschen dünner. Majo war ein bisschen breiter. Ich hab einfach auf mich drauf auf mich drauf gesteppt, Digga. Oh, auch ein legendäres Bild. Scheiße. Auch 2015. Lange her. Lange ist es her, Digga. Das ist heftig. Das ist heftig, Digga. Guck mal hier mit Alberto. Guter Arsch, diese T-Shirts. Also Paintball. Guck mal, 2015 habe ich schon Paintball-Vlogs gemacht. Dieses Video ist leider offline. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Haben wir richtig geile Paintball-Vlogs gemacht, Digga. John Halle 2015. Auch mit den Fuck Illuminati-T-Shirts, Digga. Nike-Kappe. Digga, was sind das für... Das sind wirklich... schon geile Bilder. Oh, rest in peace an den Bruder hier. Big Usam, 2015, leider verstorben. Wir haben ihn im Krankenhaus besucht mit Abu Habib und alle. Manuelsen ist hier. Leider verstorben, der Arme. Wir haben früher wirklich öfter mal Kids im Krankenhaus besucht, um denen Freude zu machen. Der Arme, Alter. Aber hier nochmal, Bro, wir werden dich niemals vergessen, Digga. Big Usam. Du weißt Bescheid, mein Bruder. Guck mal, Abu Habib, richtiger Playboy. Guck mal, Abu Habib. Wallah, 2015. Da waren wir auf Tour. Ich, Abu Habib und Alberto. Da waren wir auf Deutschlands Disco-Tour mit Chicken. Mit Chicken Wings. Digga. Ey, scheiße, Digga. Also wenn man sich alte Sachen anguckt, da kommt schon echt so alte Storys nochmal hoch, so Nostalgie, ne? Auch ein, guck mal, ey, legendäres Foto, das kennen viele von euch wahrscheinlich gar nicht mehr. Dieses Foto ist Legende. Ich, Echo, Farid, Summer. Bitte, was ist das für ein Foto, Digga? Was ist das? Na, guck mal, wie wir damals rumgelaufen sind. Schwab, meine Mutter. Vergleich mal, wie wir früher aussahen, so, und mit die Newcomer von heute. Und über das legendäre Bild brauchen wir gar nicht reden, was weltweit durch die Decke ging. Amana Kroim, ja. Das war ein heftiges Ding. Shit, Digga. Oh. 2015. Bei meinem Bruder Wastel zu Hause. Geil, Alter. Scheiße, Alter. Guck mal, diese Paintball-Geschichte. Guck mal, hier auch mit Echo war dabei. Wir haben alle Call of Laksho. Mein Album hieß Laksho. Salamander-Edition. Ey, die Vlogs waren richtig geil. Ich weiß gar nicht mehr, wo die sind. Warum die... Bruder, hier, guck mal, ey, 2015, Synergy Starter-Paket. Paar Zahnstocher, Mercedes, Mütze. Scheiße, Digga. Scheiße! Bismillah, oh shit, Digga. Wallah, ihr Drecker, Alter. Ey, geht auch dabei. Krass! Scheiße! Bismillahirrahmanirrahim. Oh shit. Da kommen echt Erinnerungen hoch. Das waren schon echt krasse Zeiten, Digga. Sag euch ehrlich. Guck mal, Kurdo. Guck mal, sein Bildzeichnet. 2015. Guck mal, sein Bildzeichnet. Ich küsse sein Herz. Oh, der ist gerade von Irak gekommen.
und hat den erstbesten Friseur geguckt. Und zu der Zeit hat er selber geschnitten. Ey, liebe Grüße an Kurdo, Bruderherz, ja. Ey. Ah, hier waren wir bei Ihnen im Laden, damals, im Almas-Laden, haben wir gegessen, schön. Auch 2,15, Digga. Hier sehen seine Haare natürlich schon ein bisschen besser aus. Alter. Also, ich sage euch ehrlich, ne, das ist echt. Das ist schon heftig, was wir. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr zu Hause seid, auf einmal? Ist egal. Also, einige im Moment noch gute Erinnerungen haben. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr zu Hause seid, auf einmal? Scheiße. Eigentlich wollte ich ja nach Hause gehen, ne, aber die alten Bilder, wenn ich die so sehe, ne, das ist schon geil. Alter, das war das Tag-Team, Digga. 2,15, Digga. Das war schon Motherfucker-Action, Digga. Alter, was für eine schöne Zeit. Hier waren wir auf einer Boxveranstaltung. Da sollte ich ja boxen damals auch. Kennt ihr noch den einen, der K1 immer verarscht hat? Hallo, bitte? Yo, ich bin's, K. Guck mal, ich brauch Hamburger. Habt ihr Dom Perignon noch? Bitte? Dom Perignon brauch ich. Ich verstehe Sie leider gar nicht. Dom Perignon. Nee, Dom Perignon gibt's. Hallo, bitte? Yo, ich bin's, K. Guck mal, ich brauch Hamburger. Habt ihr Dom Perignon noch? Bitte? Dom Perignon brauch ich. Ich verstehe Sie leider. Hier waren wir bei McDrive 2014. Der sagt so: Yo, ich bin's, gay. Habt ihr noch Dom Perignon bei Mc's? Habt ihr Hamburger? Dann kommt er auf Dom Perignon. Digga, wie geil ist das? Dom Perignon. Dom Perignon. Der hat die so sogar den Mutter mal nachgemacht, so auf Übergröße. Ey, Udo Bernstrom, Digga, Legende. Yo, ich bin's, gay. Ey, guck mal, wie geil das war. Yo, ich bin's. Guck mal. Ich brauch Hamburger. Habt ihr Dom Perignon noch? Bitte? Dom Perignon brauch ich. Ich verstehe Sie leider gar nicht. Dom Perignon. Nee, Dom Perignon gibt's. Hallo, bitte? Yo, ich bin's, K. Guck mal. Ey, das ist so behindert, geil. Lackschuh, Bruder, weißt du? Was für Lackschuh? Warum nicht Dom Perignon? Ja, Bruder, ich bin noch nicht auf deiner Stufe, Digga. So viel Money hab ich, so viel Groupies hab ich noch. Guck mal, auf jeden Fall, damit der auf meine Stufe kommt, müsst ihr noch ein bisschen Album kaufen. Der fährt Polo, der Junge. Polo. Keine S-Klasse. Ich muss. Schön, Bruder, weißt du? Was für Lackschuh? Der fährt Polo, der Junge. Warum Polo? Nicht Dom Perignon? Ja, Bruder, ich bin noch nicht auf deiner Stufe, Digga. So viel Money hab ich, so viel Groupies hab ich noch. Guck mal, auf jeden Fall, damit der auf meine Stufe kommt, müsst ihr noch ein bisschen Album kaufen. Der fährt Polo, der Junge. Polo. Keine S-Klasse. Shindy, ich, Jesus und Motrip. Da waren wir auf Tour. Hier waren wir in Stuttgart, glaube ich. Alter, 2014. Digga, weißt du was? Was für Ollen da waren damals, Digga? Ah, mein Koi, Stuttgart ging die Post ab. Stuttgart ging die Post ab, Digga. Azad Echo, auch krass. Auch 2014. Tschüss. Boah, die Zeit vergeht schnell, Digga. Oh mein Gott, so noch ein extremes Bild, Digga. 2014. Na, guck mal, wie Ari aussah. Richtiger Playboy. Habibi Arafat, machst du einen Podcast? Komm mal mein Live. Habibi, Onkel. Richtiger sexy Boy, Digga. Philipp Plein Fight Club. Digi, was ist da los? Lack, ich hab One Piece so geliebt, ich hab mich selber reinmalen lassen. Ich küsse doch dein Herz. Lack, wer ist zwischen Nami und, wie heißt die nochmal, die alte? Haben vergessen. Lack, wer war zwischen den beiden? Nico Robin. Hab ich kurz Ruffy zur Seite gemacht. Geh weg. Wallah, wie geil, Alter. Oh, auch legendäres Bild eigentlich. Alter Schwede. JVA Siegburg, Digga. Wallah, sexy Bauch eigentlich, ja? Das ist ja. Da haben wir den Knast zum Jugendhaus gemacht. Einfach geschlossene Vollzug. Wir haben diese Knast gefegt. Also, wir waren nur Fußballspielen, ja. Also, ist kein Knast. Digga, was geht da ab? Lack, hier, beste Klopapier. George Bush Klopapier. Lack, wo wart ihr, als ich George Bush auf Klopapier hatte? Land. Guck mal, für die Leute, die immer noch gesagt haben, irgendjemand hat mich bekannt gemacht. Fame, guck mal, wie geil. Damals bei Facebook konnte man seine Reichweite und so sehen. Guck mal hier. 300.000 Likes hatte ich auf meiner Seite. 300.000 Community-Member mäßig. 1,7 Millionen haben darüber gesprochen. Lack 2014 hatte ich schon 300.000 Follower. Ja, nee, es sind hunderte Tausende gekommen, es sind hunderttausende gegangen. Und dann bilden sich Leute die Frechheit an zu sagen, Voice hat mich bekannt gemacht. Willst du mich verarschen, Digga? 2014, als ich schon 300.000 Follower hatte, da waren er und alle anderen, die waren, wo waren die, Bruder? Ich küsse dein Herz. Die waren gar nicht geboren, Digga.
Ich habe dieses Leben durchgespielt und nochmal gespielt und jetzt kommen mir kleine Zwerge und wollen mir was reden. Guck mal, erste Profi, also wo wir boxen wollten, 2014. Hier war ich schon in der Vorbereitung. Guck mal, hier sogar Wesel war auch mit am Start beim Training. AK, dies, das. Das war, glaube ich, hier der Veranstalter damals, die Kasse geklaut hat angeblich. Nach der Veranstaltung. Hier schön mit meiner Fighterhose. Ich suche diese Hose. Ich glaube, ich habe die sogar, ich habe die Milano geschenkt damals. Oder, Digga, Alter. Das war meine Lieblingshose, Digga. Okay, Friends. Oh, hier auch nochmal ganz schnell. Rest in peace an meinen Bruder. Alex. Ruhe in Frieden, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. War ein richtig guter Mann. Waren privat sehr gut befreundet. Haben uns sehr oft getroffen. Leider auch verstorben mit seiner Frau zusammen. Werden dich auch niemals vergessen, mein Lieber. Das Bild ist auch 2013. Lang seine Faust ist größer gewesen als mein ganzer Schädel, Digga. Ist leider verstorben. Das ist Alex von Köln 50 und Berlin Tag und Nacht. Diese ganzen Serien. Ne?